Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ihr seht es, endlich. Nach so langer Zeit, endlich Gears of War 3. Lange Zeit von mir angekündigt. Und ja, ich habe das Spiel noch nicht gestartet, hab's nur installiert, mehr nicht. Und ja, klar, Erfolg freigeschaltet, 0G. Willkommen in den großen Ligen. Das ist natürlich auch direkt mal ziemlich schön. Helligkeit gerade sichtbar ist. Ja, genau, einfach mal voll durchdrücken hier. Akzeptieren. Ja, ich lade direkt mal jemanden ein zur Kampagne. Und ihr wisst natürlich schon, wer es ist. Wer sollte es natürlich anders sein? Spaken Pro oder auch Marvin. Jetzt muss ich gucken, wie geht denn das hier? So, und so. Spieler einladen. Einladung gesendet. Das Menü sieht ja schon mal richtig geil aus. Oh, ich freue mich so, dieses Spiel zu spielen. Ich habe so lange drauf gewartet. Und endlich ist es angekommen. Es ist eigentlich schon gestern angekommen, also Samstag. Aber leider haben wir Samstag keine Zeit gefunden. Und da bist du auch schon drin. Samstag keine Zeit gefunden, es zu spielen. Und jetzt Kampagne. Arcade. Achso, genau. Standard. Das ist ja mal richtig geil. Sehen Sie sich einen Film an, den Ereignisse der vorigen Gears of War Spiele zusammenfasst. Brauchen wir nicht machen. Werde ich aber vielleicht auch mal aufnehmen und hochladen, damit ihr Leute das mal sehen könnt. Was meinst du, was ist richtig geil? Ich weiß nicht genau, was das jetzt ist. Ach so, man kann sich hier Waffenhüllenpakete kaufen. Also so fürs Aussehen, habe ich gerade gesehen. Erwachseneninhalt. Wählen Sie aus, ob das Spiel Erwachseneninhalte anzeigen soll. Blut ein. Natürlich. Ach, man kann gar keine Gore-Effekte ein- und ausschalten. Untertitel an, wie immer, wie gehabt, damit ihr mitlesen könnt. Tooltip-Symbole, Waffentutorials. Waffentutorials brauchen wir. Ich lass mal lieber an, weil ich weiß nicht, ob es neue Waffen gibt. Ein paar gibt's, glaube ich. Video-Settings hatten wir ja schon. Audio-Settings, das passt so. Multiplayer. Das lassen wir mal. Controller, bla 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 bla. Tastenschema Standard. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal. Neu auf Hardcore wieder direkt, oder? Ja, ja. Würde ich auch mal sagen. Würde ich auch sagen. Selbst wenn wir jetzt total failen, Hardcore ist schon eine gute Sache. Kennt man ja schon von Gears of War 2. Richtig. Wäre ja da nichts Neues. Richtig. Und ich werde kurz meine Rollern runtermachen. Jetzt kommt sowieso ein Video. Von daher sehen wir uns gleich wieder. Du kannst ja noch ein bisschen in die Ladezeit quatschen, wenn du willst. Ja, was soll man hier erzählen? Gears of War ist cool. Oh, da geht's sogar schon los. Spiel fortsetzen. Kapitel neu starten. Schwierigkeit ändern. Warum Pause? Bei mir steht, der Hauptsache das Spiel. Ah. Jack, brich die Tür auf. Was macht ihr denn hier? Euch hier rausholen. Hier, legt das an, ihr werdet's brauchen. Dafür kannst du in echte Schwierigkeiten kommen. Jetzt nicht mehr. Die Dinge haben sich geändert. Dein Vater, er braucht dich. Mein Vater? Aber er ist fort, Anja. Er ist tot. Nein, er ist dort draußen. Er braucht dich. Anja, warte. Was zum Teufel ist hier los? Ja, Anja. Da geht's schon los. Wo bist du denn gerade? Ich muss noch kurz warten. Ah, du siehst du, wie ich spiele? Genau. Ah, okay. Gut, dann folgen wir mal Anja. Die Orkus sind zu seinem Haus durchgebrochen und er musste... What the fuck? Marcus, was um Himmels Willen macht ihr hier? Ihr werdet hier draufgehen. Alle beide. Komm, Dad, ich hol dich jetzt hier raus. Ich muss meine Forschungen sichern. Das ist wichtig. Verstehst du das?
Wenn ich mal so anmerken darf, wie er einfach genau dieselbe Stimme wie sein Vater hat. What the fuck, was geht denn hier ab? Okay. Du kannst immer noch nicht spielen? Doch, doch, ich kann jetzt spielen. Ah, okay. Du bist hier Dom wieder? Direkt neben mir? Ja. Ah, okay. Schalte sie aus, wir müssen in die Zeit gehen. Boah, ich muss ganz kurz mal was machen. Sorry. Aber mir ist der Controller doch ein bisschen viel zu schnell. Empfindlichkeit beim Umsehen. Nein, die Umsehen ist gut. Zielen muss ein bisschen runter. Bei Zoom mache ich auch mal was runter. So, mal gucken, jetzt sollte es besser sein, oder? Ah, jetzt geht das. Oh, aktives Nachladen, ey. Krass, was geht ab? Ich muss mal wieder reinkommen. Er hat sich nur für die Arbeit meines Vaters interessiert. Seine Forschung. Er wollte seine Arbeit retten und ich wollte ihn retten. Wieso platzen die eigentlich so? Ich habe Befehle missachtet. Es kostet uns die Schlacht. Weißt du noch aus dem zweiten Teil, die Leuchtenden? Ja. Die normalen Lokos sind tot. Jetzt gibt's nur noch hier die Leuchtenden. Aber die sahen gar nicht so leuchtend aus hier irgendwie. Ja, ich weiß, aber irgendwie hat das wohl damit zu tun, mit den Leuchtenden. Naja, ich lass den mal reden. Der Krieg ging also weiter. Ich verrate den Knast. Dort ist er! Raven im Anflug! Ich konnte meinen Vater nicht retten. Aber du kannst nicht jeden retten. Zuhören! Marcus Phoenix und Gefahrenwache sofort zum CIC. Phoenix, Santiago und Stratton, meldet euch sofort beim CIC. Ja, ja. Hab das schon beim ersten Mal gehört. Die Synchro ist wieder genauso geil wie beim zweiten Teil. Nö. Mit den Lippen, ne? Achso, ja, Ziele, okay. Das ist immer noch wie früher. Das scheint ein Open-World-Game zu sein, so ein bisschen. Schon okay. Sieht zumindest gerade so aus. Ja, so ein bisschen. Moment mal, ich muss noch mal ganz kurz ändern. Weil das ist mir doch ein bisschen wieder hier, ungewohnt. So. Ich hoffe, das geht so. Leuchtendes Dock entdeckt. Schadensteam sofort auf dem Hangardeck antreten. Sämtliches Personal Alarmstufe 2. Pass auf, wo du hintrittst, Phoenix. Ich bin gleich aus dem Weg. Ah. Wo bist du denn gerade? Ich muss wieder warten. Ach so. Komm schon da, Panzer dran. Ich muss mich um die Pflanzen kümmern. Was nicht wächst, können wir nicht essen, klar? Ich denke, die Radieschen kommen eine Weile ohne dich zurecht. Okay, bringen wir das zu Ende. Dom ist alt. Sieht er nicht genial aus in dieser Schürze? Mit so einem Bart? Auf jeden Fall. Extrem geil. Der Raven kommt zurück? Sam und Cole sind doch eben erst los. Vielleicht hat Bert sein Geld vergessen. Das kennen wir ja alles. Ja, ja. Das mit Y drücken und so. Hier sind wir nicht geheuer. Ja, auch wenn es nur leere Hüllen sind. Ich hoffe mal, von der Steuerung hat sich nicht wirklich viel verändert. Also bisher nicht. Bisher. Es gibt Arbeit. Die Storks erwarten uns. Alles klar, Sekunde. Neuer Charakter. Verdammt, hab's beinahe geschafft. Ja. Der ist doch bestimmt 10 Jahre alt, Mann. Du wirst dir den Magen auskotzen. Ja, nun den Preis bin ich bereit zu zahlen. Jungs, CIC, jetzt. Oh, der Neger kriegt kein Kaugummi. Jo, was soll ich erzählen? Hier spricht Captain Michelson an alle Schiffe. Wir sind jetzt in Gewässern der Leuchtenden. Alarmstufe 1 und Einsatzbereitschaft. Zumindest nimmt der Alte die Bedrohung noch ernst. Die Leute scheinen zu vergessen, wie es hierzu kam.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Naja, nicht für mich. Diese Drecksdinger sind da draußen und ich bin bereit für sie. Die neue Stimme von Dom ist noch total ungewohnt irgendwie. Ja. Ein bisschen. Bisher spricht das Spiel für sich selber, deswegen muss ich nicht viel sagen. Von seinen Radieschen ab, Lieutenant. Ich hoffe, es lohnt sich. Sich lohnen? Wahrscheinlich nicht. Ein Schock? Schon eher. Rat mal, wer von den Toten auferstanden ist. Gibt es einen Preis zu gewinnen? Vorsitzender Prescott. Was? Echt? Du meinst Ex-Vorsitzender Prescott? Das Arschloch. Er hat sich vor 18 Monaten aus dem Staub gemacht. Und was will er jetzt? Den roten Teppich? Das werden wir gleich sehen. Dampfschiff Sovereign. Warten. Hier ist KR-01. Erbitten Landeerlaubnis. Ein Passagier, Vorsitzender Prescott. KR-01, hier Sovereign. Landeerlaubnis erteilt. Deckteam steht bereit. Ich frage mich, wo Prescott einen Helikopter gefunden hat. Als er verschwand, hat er jedenfalls keinen. Er hat nie angerufen oder Blumen geschickt. Oh, ich brenne darauf, den Mist zu hören. Ich besorge das Popcorn. Na gut. Die freuen sich ja alle hier, den zu sehen. Ne? Ja, scheint so. Wow. Verdammt, irgendwann richten die Stalks mal richtig Schaden an. Waffe wechseln. Ja, das kennen wir alles. Oh. Boah, ist das Zielen schnell, ey. Ich glaube, ich muss das doch wieder langsamer machen. Ist bei dir auch so schnell? Oh, das geht eigentlich. Also normale Einstellung habe ich bei mir. Boah. Kommt schon, Leute. Nichts wie hoch da. Moment kurz. Ich muss mich kurz ein bisschen... Boah, orientieren. So. Ja, nachladen. So, okay, passt. Oh, was ist das denn für einer? Nein, nicht drüber springen. Oh, da geht's schon wieder los mit der Steuerung. Ne? Die explodieren trotzdem. Krass. Komm schon, runter mit dem Zeug. Was? Ach, da. Ah. Boah, ich muss mich erstmal voll an die Steuerung gewöhnen, wie krass das ist. Unglaublich. Ja, lange gespielt. Oh, Moment mal. Du bist voll leise. So, okay, besser. Was hast du gesagt? Lange kein Gears of War mehr gespielt. Ja, irgendwie ist die Steuerung hier auch total schnell. Also wenn man sich hier umguckt und so beim Zoomen, das bewegt sich so schnell. Das ist nicht gerade zielfördernd. Geht aber. Alles klar. Irgendwie steuern die sich ein bisschen leichter als im ersten Teil, ne? Naja, finde ich. Bisschen leichtgängiger irgendwie im ersten. Nein, nicht Hammerbrust. Zack, einmal den Hebel. Sovereign an KR-01. Landeerlaubnis erteilt. Wir fahren den vorderen Lift für euch hoch. Wartet. Verstanden, Sovereign. Weißt du, im ersten Teil haben die sich noch so wie Stahlmonster bewegt, irgendwie so total schwergängig, aber jetzt ist es irgendwie angenehmer, ich weiß auch nicht warum. Kommt zurück, als er nichts gesehen. Alles ein bisschen flüssiger. Ja. Park den schicken neuen Raven lieber vorsichtig ein. Begrüßen wir ihn auf die traditionelle Weise, nehmen wir den Vogel auseinander. Meinst du, er weiß, dass die Core nach seinem Verschwinden auseinanderfiel? Ist ihm sicher egal. Vorsitzender Prescott, willkommen bei den Überresten der KOR. Ich habe Antworten, meine Damen und Herren. Aber später. Ich muss sofort Colonel Hoffman sprechen. Hoffman ist schon fast so lange weg wie Sie, Vorsitzender. Er ist tot? Er ist mit einer Gruppe Zivilisten unterwegs zum Amboss-Tor. Captain Michelson ist jetzt der Vorgesetzte. Zumindest von denen, die übrig sind. Dann rede ich wohl besser mit dem edlen Captain. Ich habe einen Auftrag. Oh, und Sergeant Phoenix, das müssen Sie sehen. Ich hoffe, es ist nicht seine Einkaufsliste. Sehen wir uns das an. Markus ist so eine coole Sau. Für wen hält sich dieses Arschloch eigentlich? Prescott wird schon sehen, dass sein alter Titel bei Michelson einen Scheiß zählt. Die Grafik sieht schon geil aus, ne? Ne. Wenn sich hier so umguckt. Boah. Was
Welcher Idiot hatte sich gleich nochmal Action gewünscht? Moment mal ganz kurz. Ja, ich weiß, es sind noch viele Unterbrechungen gerade. Das wird aber nachher nicht mehr so sein. Und zwar mache ich mir mal kurz die Charakterlautstärke ein bisschen lauter nochmal. Weil die doch arg leise ist. Man kann während so Gefechten irgendwie fast gar nichts verstehen. Ist mir mal gerade so aufgefallen. Das auch nochmal. Die stört das nicht, oder? Nö. Okay. Wir brauchen eine Granate auf der Brücke. Ah. Jetzt versteht man endlich mal, was die sagen. So, einmal hier hinter, verstecken und den Dicken dahin. Zack. Ja, das sind, glaube ich, soweit ich das jetzt verstanden habe, nur noch die leuchtenden Lokus, weil die anderen Lokus gibt's ja nicht mehr. Und die leuchtenden konnten sich ja, glaube ich, bevor das explodiert ist, konnten die sich, glaube ich, verstecken, soweit ich mich erinnere. Oder in Sicherheit bringen. Vor der Flut halt, ne? Ja. Also, das ist so in meiner Erinnerung irgendwie geblieben. Ja, als alles überschwemmt wurde, sind die, glaube ich, auch getroffen. Moment, sag nochmal was? Als die alles geflutet haben, sind die normalen Locos, glaube ich, auch draufgegangen, so viel ich weiß. Ja, genau, aber die. Wir haben Gesellschaft. Kampfstationen beibehalten, bis wir aus den Gewässern der Leuchtenden raus sind. Da, siehst du. Gute Idee. Lass uns hochgehen und sehen, was auf der Disk gibt.